Was für eine Megaklippe. Gut, also fällig schon mal Schwarzeichen. Bra, ernsthaft? Ich habe eine Axt mitgenommen, ja, aber die ist so am Arsch, dass ich wahrscheinlich nicht viel Schwarzeichen mitnehmen kann. Ich mache mir einfach eine neue, ganz einfach. So, ich mache mir aus einem so ein Scheißding, mache ich mir 4 Schwarzeichenholzbretter. Daraus mache ich mir eine Kack-Crafting-Truhe, die ich mir einfach hier random in die Welt stelle. So, dann benötige ich ein paar Steine, die ich mir hier abbaue. Ich habe ein bisschen Angst. Machst du ein Schild oder was hast du vor? Ich habe ein bisschen Angst, nee, dass ich, wenn ich mich nach unten grabe... Achso, du redest mit Blumen. Okay, bleib bloß fern von mir. Wenn es von dem Texturenpack macht sie zu 1,7 oder auch schon 1,8 und so, oder? 1,8. Ich habe jetzt auch das 1,8 drin. Okay. Aber hier die Bricks zum Beispiel sind noch John Smith. Wunderbar. Gucken. Ich weiß, ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Etagen ich machen möchte. Verdammt, jetzt hätte ich vergessen, so eine Eisentür noch mitzunehmen. Kannst ja unter Wasser noch eine Chill-Out-Lounge machen oder sowas. Schön mit Glas, so, ne? Direkt einen Ausblick auf die Creeper, die anschwimmen. Okay, also ein paar Zombies lauern unten. Ich habe mich gerade ein bisschen hochgebaut, damit ich die Bäume restlich abbauen kann. Ach so, vielleicht sollte ich auch von innen einen Knopf bauen. Ja, wäre schon nicht schlecht. Warte, Knopf war Clean Stone, ne? Ja. Stirb. Verrückter Mongo. Und dann kommt auch schon gleich der nächste. Ja, ich bin für dich da. Komm her, Schätzchen. Das ist mir zu viel. Dass er mit Creepern redet? Hm. Oh, ein Warzenschwein, hallo. Skelett mit verzaubertem Bogen und ein Zombie mit Eisenschwert. Oh. Bra. Ach, ist doch interessant zum Zuschauen. Ja, das Skelett hat gerade den Zombie getötet. Wenn ein Skelett doch mit dem Bogen einen Creeper tötet, wird doch auch eine Schallblätter gespawnt. Ja. Nochmal, wenn was? Ja. Wenn ein Skelett einen Creeper erschießt. Ja. Ich hab's mit meiner rumrennen. Ich frag mich immer noch, wie du die Tür bei dem Anfangshaus so komisch setzen konntest. Ein paar Schwarz... Einen einzigen Schwarzeichen-Setzling habe ich bekommen durch den ganzen Baum. Ich hab das Gefühl, die Settlings wurden weniger, die Spawnrate. Ja, aber nur von den Schwarzeichen. Voll heftig. Ja, also ich war aber von Anfang an zu wenig, ne? AXD, nicht Pius Truhe. Das ist meine Truhe. Achso. Meine Truhe. Ja. Ja, voll dafür, dass wir Kommunismus einführen. Ja, okay, gib mir die Tiers. Du Surex? Hm? Das sind ein paar Pfeile im Schuh. Stimmt. Das sieht... Oh, lol, das sieht voll lustig aus. Und auch irgendwie direkt in der Hand, ne?
Sieht aus wie eine Prothese. Oh, mit Prothesen kenne ich mich aus. Au, ja. Au, Mann. Ja. Mann, ach, ich bin gleich... Nein, jetzt ist er verwundet in den See gefahren. Rettet ihn, wo ist er? Ach, ein Elf Zombie. Ihm. Zombie mit Christenkopf. Okay, ich habe jetzt beschlossen, dass ich meine Plattform wieder ein bisschen sichern muss. Du hast beschlossen, jetzt endlich mal deine Plattform zu sichern. Wahnsinn, welch ein Entschluss. Ich bin gespannt, ob die ganzen Videos, die ich jetzt mittlerweile schon gemacht habe, die durch ja, die ganze Zeit... Warte, wie viele Stunden hast du schon Material? Wie viel sind das? Also, vorhin habe ich einen Aufnahmestopp gemacht, als der Server kurzzeitig abgeschmiert ist. Und da hatte ich schon 1,5 Stunden. Und ich habe jetzt wieder auf meinem Audacity-Timer stehen 1:47. Das heißt, weitere 3 Stunden Aufnahmematerial, 1,5 Stunden sind 6 Videos, das heißt, ergo nochmal plus 12 Videos. Insgesamt haben wir jetzt 18 Videos gemacht. Ja. Und yay, 2 sind Mato bereits hochgeladen. Der dritte ist fertig produziert. 3 produziere ich pro Tag, render ich. Vielleicht lade ich auch noch 3 am Tag hoch, vielleicht auch 2. Wobei 3 halt schon wieder ein bisschen viel ist. Aber ich will halt die Gigabyte von meiner Festplatte loswerden. Schauen wir mal, ich bin jetzt in Vorproduktion gegangen, sagen wir es mal so. Aber ich bin mir sicher, wir schaffen die 1000 Folgen nicht. Irgendwann vergeht die das wieder. Momentan ist mal wieder was Geiles und was anderes. Ich hätte aber auch Lust, dass irgendwann Naturium wieder weitergeht. Ja. Mittelalter Community. Hoffentlich irgendwann. So, ich begebe mich auf den Weg zurück. Meine Beute sind 3,5 Stacks. Schwarzeichenholz. Das ist ganz viel Schafe. Und ein paar... Stimmt, Schafe. Was meine Sch... Oh, renne ich zum Sand und habe keine Schaufel dabei. Verdammt. Genial. Ja gut, ich bin auch zu den Schwarzeichen, als Ziel zu den Schwarzeichen gerannt und hatte eine ziemlich rote Steinaxt. Peter. Da kommt ein Zombie. Erkong! Fleisch. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich auch gerade ein Rind geschlachtet. Aber verrottetes Fleisch. Ich habe ein leckeres Rind geschlachtet. Hallo, die ersten paar Episoden haben Todd und ich uns nur von diesem Fleisch ernährt. Ist echt so. Ich kann schon versuchen, ab und zu meinen Todd zu knabbern. Nur schmecke ich nur halb so gut wie dieses verrottete Fleisch. Ja. Das war etwa seine Rettung, war das. Hätte besser geschmeckt, hätte ich ihn gefressen. Aber ich bin auch schon relativ oft gestorben. Gamble hat 1 Tod hinter sich, glaube ich. Ne, 2. Hm. Ja, irgendwie sowas. Weißt du, er ist da die ganze Zeit im Grippier und ich so ganz schön die Mine abbauen. Immer voll am Grippieren. Aber wie gesagt, 2. Folge ist draußen. Könnt ihr euch heute mal gönnen. Ich gönn sie mir heute auch nochmal. Ich sehe das schon vor mir, wie Todd seine eigenen Videos guckt. Oh, ich bin so geil. Oh, nein, ja. Meistens denke ich mir, oh Gott, Hilfe. Wie konnte ich es nur wagen, meine Stimme ins Internet zu stellen? Wie war es? Das macht er gut. Hat er eine gute Technik?
Technik? Naja, raushauen und beten, ne? Ich erinnere mal an das Besowski Let's Play. Das ist... Besowski Let's Play. Da haben wir uns 3 Stunden gekannt. Er kam durch Dings da, durch Pio auf den Teamspeak. Bene, ich und... Oh Gott, wir waren... Level. Nee, Bene, ich und Level waren drauf. Und dann hat Todd angefangen, irgendwas aufzunehmen, war allerdings total zu und es war einfach nicht schön. Okay. Mussten wir einfach ultimative Besowski-Edition googeln. Nein, ich verlinke es jetzt nicht. Wer es sehen möchte, soll es suchen. Das nimmst du auch am besten nicht von YouTube runter. Das wird noch der Hit deines Channels, sag ich dir. Definitiv. Echt mal. Der Hit meines Channels ist das erste Let's Play, was ich gemacht habe, nämlich Gary's Mod bis jetzt. Hätte ich nie gedacht, dass da so viele drauf abfallen. Oder Curfever. Curfever, das war auch lustig. Das war verdammt lustig, ja. Wow, ich habe alleine wieder hergefunden, Wahnsinn. I'll be back for you, my dear. Oh, wieso komme ich da nicht hoch? Bin ich so blöd? Es ist entspannt, sich mal im Survival nicht so viel Gedanken um das Aussehen seiner Gebäude zu machen, sondern einfach irgendwas hinzuklatschen. Ja, irgendwie schon. Habe ich noch nie. Das ist der Grund, warum ich in Survival immer denke, oh, ich habe keinen Bock auf Survival. Ach, naja, eigentlich baue ich jetzt schon ziemlich nach. Das muss gut aussehen. Sonst würde ich da nicht vor meinem Gebäude stehen. Das sieht scheiße aus. Ja, klar, aber nicht so extrem, wie es dann auf dem Server sein würde. Ja, schon. Ich sehe schon, Knasthauen. Garantiert nicht. Kannst du mir noch ein paar Klapptüren machen? Guck, er weiß eine gute Dienste. Ja. Hatte ich noch vor. Ja. So, da mir Eichenholz nicht viel... Was jetzt auch praktisch wäre, wäre so eine Absaugstation für XP. Das hätte jetzt auch was. Einfach hier so ein paar Tanks aufzustellen und die dann... Wir sind nicht in Gary's Mod. Meins Feed the Beast. Ach, sowas gibt's auch. In Feed the Beast. Alles klar. Da. I'm a sexy lady, I'm a sexy lady. Ich weiß, dass du eine sexy lady bist, Todd. Oh, ja. Ich gönn mir so richtig geile Holztreppen gerade. Oh. Sieht zum Teil ja, mehr, Baby. Sonderblöcke sind. Oh, Leute. Oh, das ist so unpassend. Das ist so... Wenn ihr so weitermacht, kriegt ihr auch noch eine FSK auf dieses Let's Play. Ach, Quark, doch nicht so ein Bullshit. Game of Thrones ist ab 16, das kann ich schon nicht verstehen. Da sind jeder zweiten Folge Inzest, Sex und Huren und... Wenn ihr euch mal recht überlegt, ist Game of Thrones eigentlich übelst der Schwulenporno. Das stimmt gar nicht. Da kommen nur zweimal. In allen 4 Staffeln kommen nur 2 Schwulen-Szenen dran. Und du siehst nicht einen Penis von den Schwulen. Ja, Todd, gut. Ja, müssen wir jetzt hier nicht genau. Interessiert keinen. Doch, Philipp. Oh. Ja gut, ich weiß nicht, Game of Thrones war sowas, das hat mich nie wirklich begeistert. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht verstehen. Du musst die ersten Folgen geguckt haben, damit du wirklich sagen kannst, okay, hier interessiert mich nicht. Sagen wir es mal, du musst die erste Staffel geguckt haben. Wenn du da immer noch nicht Bock hast, weiter zu gucken, dann interessiert es dich wirklich nicht. Die erste Staffel habe ich geguckt. Echt? Ganz? Mhm. Wow. Und es interessiert dich wirklich nicht? Nee. Krank. Was ist mit dir falsch, Junge?
Jemand, der Game of Thrones nicht mag. Dum, dum, dum. Oh Gott, es ist 1 Uhr schon. Oh Mann, oh Mann. Hör auch gleich auf. Oh. Okay. Ja, dann würde ich doch mal sagen, hör mal alle auf. Gehen wir alle mal hübsch ins Bett. Ich schaue noch ein paar Folgen Breaking Bad und so. Die FPS sinken so oder so irgendwie mit jeder Minute, die ich weiter aufnehme. Also würde ich mal sagen, gute Nacht.